Der starke Frost führt auch zu vielen Unfällen. Bei einem riskanten Überholmanöver auf der A8 wird dieser Sprinter komplett zerstört. Der Fahrer des Wagens unterschätzt den gefrierenden Nieselregen. Ein Sprinter ist beim Überholen von zwei LKWs in der linken Fahrspur fahrend mit überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern gekommen, nach rechts in die Böschung und hat sich in der Böschung mehrfach überschlagen. Dabei wurde ein Mitfahrer des Sprinters getötet und Fahrer und ein weiterer Mitfahrer schwer verletzt. Nach dem tödlichen Crash kommt es zu weiteren Unfällen. Als zwei Fahrer an der Unfallstelle helfen wollen, werden ihre Autos von einem dritten Fahrzeug gerammt. Es war spiegelglatt, auch hier während der Unfallaufnahme spiegelglatte Fahrbahn. Der 63-jährige Beifahrer erliegt noch am Unfallort seinen Verletzungen. Während der Bergungsarbeiten bleibt die A8 Richtung Karlsruhe voll gesperrt.